And in my head I was singing, and it goes like this. I get here, you call, and don't be too caster. Ja, so ein Strangers, ne, ja, heißt ja, der Song? Ja, den habe ich gemacht. Ach, der, Bruder, der Song war es. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich so, welcher Song war es? Ich meinte so, ich wollte nochmal so mäßig Tag 1, an dem wir wieder versuchen, Sound international gehen zu lassen. Hast du das Video gesehen, nicht? Julie? Nee. So mäßig habe ich gesagt, ey, wir sind mit diesem If You Be The Cash, I'll Be The Rock, kennst du das? Das hatte 480 halbe Millionen Creations, so halbe Millionen Videos. Das ist krass. Von Pedri, so Fußballern, Manchester United, das. Und ich dachte, das kriegt man safe nochmal hin. Und dieses Greedy ist eigentlich perfekt dafür. So, weißt du, wenn man so in my head, I was singing. Ah. Und dann macht man so Recap von irgendwas. Ja, das war so die Idee. Und du kommst ganz gut an. Hat irgendwie 600.000 auf TikTok, die Leute haben Bock. Das ist immer noch deine Bank für später, wenn du mal echt mal Geld brauchst, Bruder, du verklagst alle Brands, die da mit dem Video gemacht haben. Du kannst Champions League verklagen, du kannst Real Madrid verklagen, Manchester United, alle. Halt for real, weil das Lied ist ja natürlich offizielles Lied, das darf jeder benutzen, aber nicht, die dürfen nicht meine Stimme für werberische Zwecke benutzen. So mit blauen. Schon viele Leute, die das gemacht haben? Wir haben schon mehr weggeklagt. Auch die DFB-Pokalfinale. Ja, Champions League, was? Manchester United, alle krassen Mannschaften, offiziellen Seiten. Und ich habe vor kurzem nochmal, ich darf leider den Namen jetzt nicht sagen, sonst sage ich nicht. Wir haben vor kurzem auch nochmal einen Reiseveranstalter weggeklagt. scheiße, jetzt kann man es eigentlich nachgucken, aber egal. Wir haben Reiseveranstalter. Da haben wir auch nochmal, das war sogar dein Manager, Julie, mit dem, der hat das, die hat dich das geschickt. Ich meinte, ey. Wie viel hast du bekommen? Das sage ich nicht, aber es ist ein fünfstelliger, ein guten vierstelliger. Ich bin so scheiße. Digga. Ein vierstelliger Betrag, es ist ein ganz leckerer. Ja. Ey, es ist kacke, schmeckt. Benutzt. Also so, yes. Lecker, nö, for real. So. Ich wurde auch schon für ein paar Sachen so mal angeklagt, sorry. Ne? Also, und wenn das so eine große Firma ist, die genug Millionen macht, dann ist mir das egal. Ja, bei denen juckt es eh nicht. Juckt's eh nicht. Bruder, diese 10.000 sorry. Oder so. Ey, sorry. So, und jetzt, da wir das Intro das Eis gebrochen haben. Wir sind auf Mallorca. Ich bin Django. Ich bin Nico. Nico. Wie stellst du dich immer vor? Ja, viele kennen mich, glaube ich, als der weiß ich nicht, muss das Typ. Das ist auch immer das meiste. Also Leute kennen gar nicht meinen Namen. Hast du irgendwas mal bei mir gestitcht? Kann das sein? Ja. Ich erinnere mich. Doch. Ja, bei was Dingo. Denn? Was habe ich gemacht? Oh, ich weiß gerade nicht mehr. Sag. Aber ich glaube, sag ruhig, was hatte ich gemacht? Ich weiß gar nicht. Irgendwas hatte ich gemacht. Oh ja, du hattest irgendein Kostüm an, was ein bisschen sass aussah. Ja, mein Skelettkostüm. Ja. Wo ich meinte, kann man so... Das ist cool, ist doch eigentlich voll cool. Und er so, weiß ich nicht. Das sah eigentlich aus wie ein Kondom. Ja, das sah so sus aus, Bro. Ja, aber ganz früher, noch vor eineinhalb Jahren, glaube ich. Aber das ich auch Video existiert noch, oder? Das kann man einblenden sonst. Safe. Leider nicht, weil mein TikTok-Account gesperrt wurde. Warum? Vor ein Jahr. Wegen Belästigung und Mobbing. Ich habe gemeldet. Korrekt. Naja, aber es wurde einfach gesperrt. Also ich krieg den auch nicht wieder. Wir sind sogar gerichtlich vorgegangen. Aber es hat gar nichts geholfen. Scheiße. Scheiße. Aber hast du einen neuen gemacht? Ja, aber ich habe jetzt meinen vierten schon. Also. Scheiße. Ja. Ey, kannst du nichts machen. Nee. Du kommst da auch einfach nicht ran an irgendeinen Kontakt oder so. Das ist Trash. Ja, ich habe auch echt so ein paar gute, aber auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Immer so Account einfach so von auf. Man weiß noch, Julie, wo ich aufgewacht bin. Account einfach weg. Nur noch ein Video war drin, wo ich Chips esse, Digga. Ne? Stimmt. Als wenn ich genau. Einfach ein Account war einfach weg, so mit 800.000 Followern. Was? Und am nächsten Tag beide. Wieder da. Beide Accounts waren weg und dann war die Begründung, ja, der ist unter 14. Hey, what the fuck? Ohne Sinn, aus dem Nix. Digga. Sowas, ich weiß nicht. Ja, die sind voll weird. Also, Bruder, du kannst da nichts machen. Einfach hoffen, einfach beten. Ja, oder neuen schnell machen, einfach durchziehen. Ja. Yo, ihr seid auf Malle. Wir sind auf Malle. Ich hab so FOMO, Digga. FOMO? Ich wäre auch da. Geisteskrank. Ja, ganz schlimm. Bruder, ich sag dir ehrlich, du musst geisteskranke FOMO haben. Also, das ist so lustig hier. Also for real, so cool gestern. Ne? Ey, was alles gestern passiert ist, was ich schon für Stories gehört habe. Junge, krass. Allein das, was ich gerade schon angeschnitten habe. Ne? Ja, kannst du das kurz nochmal erzählen? Achso, ich weiß nicht. Ja, okay, doch, sag. Es hat einfach ohne jemand, Namen. Ja, es hat einfach jemand keine Papes gehabt, hat dann einen Zehner rausgeholt und den Zehner geraucht. Also, wer könnte es sein? Schreib's mal unten rein. Mach eine Abstimmung. Wer könnte das sein? Wer könnte das gewesen sein? Ja, geisteskrank. Wirklich. Wir hatten halt auch freie Suff im Megapark. Das kannst du dir nicht vorstellen. Alle werden sauer sein, die das jetzt hören. Ich wollte es auch nicht. Wir haben dem aber auch gesagt, jeder Trinkgeld bitte geben den Kellnern, der da die ganze Zeit für uns. Irgendwie hat Lisa Küppers auch, Shoutout an sie und wen noch hier. Von Mark Eggers, die Managerin, Herr Hami. Hami auch geisteskrank. Danke an alle.
Digga, wir, die ganze Zeit, der ist gekommen mit einem Tablett voll mit Wodka Lemon und wieder gegangen und neu. Heftig. Frei so viel im Megapack. Ist es jetzt im Megapack noch voller als sonst gewesen? Ja. Und waren da mehr Auftritte dann sozusagen um 12, 1 Uhr, 2 Uhr oder so? Schon ordentlich mehr. Digga, da passen ja nur so 2.000 bis 2.500 rein. Jetzt Freitag haben die gezählt 6.000. Es ist so voll gewesen. Die Schlangen. Geisteskrank. Die Schlangen. Ich habe noch nie so Schlangen gesehen im Megapack. Das wirklich. Ist geisteskrank. Ich liebe den Scheiß. Krank. Richtig viele süße Mäuschen. Süße Mäuschen. Mann, Mann, Mann. Und? Ich hatte nach Flügen geguckt, ob ich spontan vorbeikommen kann für einen Tag, weil ich wollte ja wirklich kommen. Habe ich auch lange gesagt, aber ich nehme das Boxtraining richtig ernst und will das einfach, ich will die Kacke gewinnen, Digga. Und jetzt beginnt die 3 Wochen Sparringsphase und da will ich halt fit sein. Ich hatte ja auch ein bisschen Schlafprobleme. Ich wollte das wieder einpendeln, damit ich jetzt fit bin. Bin ich auch. Ich glaube, jetzt geht's gut voran. Und drum konnte ich nicht kommen, leider. Aber ich habe geguckt, ob ich einfach spontan heute komme. Bro, diese Flug-Airlines sind solche Hurensöhne. Hinflug günstig, die Rückflug teuer. Dreck, Digga, so ehrenlos. Warum guck mal, die machen der Hinflug ist so 80, 70 Euro. Voll entspannt. Oder der Rückflug 420, weil die wissen, du bist auf der Insel angefangen. Irgendwie musst du ja wieder runterkommen von der Insel. Weißt du, Janel ist ja aus Madrid gekommen. Der macht da ja gerade. Ja. Janel, was hast du bezahlt für Flug? Insgesamt hin und rück 28 Euro. 28 Euro. Aus Madrid. Geist hin und zurück. Bruder, so viel kostet ein Tagesticket in Berlin, aber mit der U-Bahn fahren kannst. Ein Rückflug nach Frankfurt. Samantha hat sich heute einen gekauft, weil die nächsten Tage gibt es keinen irgendwie. Sie hat bezahlt 1.000 Euro, ne? 1.000 Euro für einen Rückflug von Malle. Bro. Digga. Bro, 1.000 Euro. Ein TikTok mit 1 Million Aufrufe ist das, Leute. Ey, kannst du nichts machen, Mann. Aber geisteskrank cool. Also wirklich, alle sind da. Noel kommt später. Heute auch erst irgendwie Knossi-Show. Dann noch irgendwer. Heißt das dann, Knossi hat irgendwie um 10, du um 1 und, Noel nach dir? Genau. Wow, dann ist ja echt... Wie alle da, auch das alle. Es ist geil. Die ganze Zeit ist irgendwas los. Alles ist voll. Es ist krank. Und ich heute haben wir unten und oben, ne? Echt? Was wichtig ist, ja. Sehr geil. 18 Uhr irgendwie Knossi Mailchef. Ich 18 Uhr hau mir auf die Fresse mit meinem Boxtrainer, Alter. So eine Scheiße. Aber läuft gut? Ich will mittlerweile läuft's besser. Ich habe langsam, glaube ich, den Dreh raus. Und du musst so ein bisschen den inneren Schweinehund überwinden, glaube ich. Ja. Und das habe ich langsam raus. Weil... Bro, es ist eklig. Ich hatte so Kreislaufprobleme, ne? Ich hatte so eine Cardio-Einheit gemacht, also du machst so Kraftausdauer, also du machst schwere Übungen über längere Zeit mit hoher Intensität und da machst du auch so ein Fahrrad, über das hatte Max auch mal geredet, du machst so ein Fahrrad mit den Händen. Ja. Und ich hatte das so 4 Runden davon gemacht mit 100 Burpees, das ist, wenn du diese Liegestütze machst, rauf, aufstehen und runter, Liegestütze 100, in so einer, egal. Ich bin so eskaliert, ich saß so am Boden, ich konnte nicht reden, ich konnte nicht trinken, mir war übel, ich bin raus, wollte kotzen, ging nicht, weil ich hatte irgendwie keine Kraft zu kotzen und hab nur so Wasser gespuckt die ganze Zeit, so Spucke halt. Alter, und dann habe ich 10 Minuten lang bin ich einfach gestorben und mir war so übel und unwohl und das war ein ganz, ganz ekliges Gefühl, hatte ich noch nie. Und dann hat es wieder ein bisschen eingependelt und hab weitergemacht, aber das Gefühl, sowas hatte ich noch nie. Das war ganz schlimm. Bei uns ähnlich, nur dass was vom Vollsuff kommt. Ich konnte auch gar nichts mehr machen irgendwie. Ich lag da komisches auf Gefühl, gekotzt fast und dann ging es aber weiter. Krass. Auch nur Wasser irgendwie. Alles wegen was anderes bei uns beiden. Krass. Ey Nico, ich hab nur von euch die WhatsApps in der Gruppe gesehen. Was habt ihr in dem Flug gemacht auf dem Hinflug? Bruder, wir sind ja geflogen. Alle zusammen, alle, ne? Ja. Mit 20 Leuten. Geil. Und die Stewardess? Ja. Doch, der Stewardess, die waren so sauer. Der ist schon so drin, der wollte gar Geld drin sagen. So sauer und Bruder, das Ding ist, ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee kam, dass ich gesagt habe, wir gehen alle in die erste Reihe, weil es irgendwie nicht so smart war. Ey, die war so sauer, Bruder, die hat die ganze Zeit einen Blick so auf uns gehabt und dann so, ja, wir können zwischenlanden. Hat sie gesagt. Ja, die war voll sauer, deswegen haben wir ganz in der WhatsApp-Gruppe geschrieben und ganz am Ende sind wir nochmal ausgerastet. Bruder, ich glaube, die hat gekündigt. Ja, das hat... Ehrlich. Aber ey, was will man erwarten, wenn du Stewardess auf Flügen von Malle nach Deutschland und hin und zurück seit Jahren bist? Das ist doch immer so. Ja, unnormal, Bruder. Deswegen dachte ich mir so, kann doch chillig sein. Geil, aber geil, dass das so... Du hast auch ein bisschen so die Zügel in der Gruppe in der Hand genommen, habe ich gemerkt. Du hast so ein bisschen so übernommen, da so Organisationen auch mit Lisa Küppers. Das sollte gar nicht eigentlich so eskalieren, ne? Weil wir sind ja echt schon viele Leute. Also es haben auch viele Leute abgesagt, aber es ist ja auch Boxkampf, das, ne? Aber am Anfang haben wir so gesagt, so ja, so 15, 20 Leute wäre cool. Und dann ist die Gruppe komplett eskaliert. Wir sind 95 Leute oder so. Bro,
Das Problem fand ich gestern, weil das Geile ist, wir haben ja alle diese Trikots. Da erkennst du immer einen so irgendwo. Ja, ich habe alle verloren so, wir sind so, ich sehe so ganz weit ein. Ja, ich weiß gar nicht, wie heißt es so, wo sind wir alle? Ja, da hinten an dem Tisch. Und ich so, geil, direkt wieder gefunden so. Aber leider sind auch so ein paar kleine Randoms dabei so. Ja, das nervt das mich. Das nervt auch. Ich habe mich richtig manchmal abgefuckt gefühlt, weil da war einer, der hatte dann kein Trikot an, war aber von irgendwem so Dingens und macht die ganze Zeit so Videos und Django. So, weißt du, man denkt ja dann, man kann chillen. Ja, das ist Abfuck. Und ich meine, wer bist du eigentlich? Also, ja, ich bin der Freund von dem Cutter von. Nö. Und ich, Alter, und er ist der Cutter von allem, der nicht so heftig jetzt ist, sage ich mal so, weißt du? Und sogar der Cutter, dass er mitkommt, ist schon cool. Und der Freund kommt auch mit. Also da seht ihr mal so. Ich weiß, wer es ist. Ja, da war es. Ich weiß nicht, ob es ist. Der hat ein grünes T-Shirt gestern an. Und damit ihr versteht, wenn er sagt Randoms, das ist nicht abfällig, sondern was am coolsten ist, Leute, ist, wenn Leute einfach normal mit dir reden, als wärst du der normalste Mensch auf der Erde. Wie jeder andere. Das einfach ist cool. Schitten. Aber wenn man ankommt und eben dieses nach Fotos fragt und nur über TikTok redet und sagt, ey, deine Videos, bla bla, das ist halt dann wieder dieses, okay, offensichtlich ist das ein Fan von dir oder der feiert deine Videos, aber er ist nicht auf Augenhöhe mit dir, sondern er tut so, als würde er die ganze Zeit dich ausfragen und Fotos machen und Bilder machen. Das ist dann nicht cool. Wenn du da bist, willst du feiern, du willst coole Leute um dich haben, soll jeder vorbeikommen, der will und einfach witzig sein und coolen Spaß haben. Aber dieses mit Fotofragen, das ist dann so, du lass doch einfach zusammen feiern jetzt. Und das ist dann dieses Random. Ja, generell einfach dieses Gefühl so, wenn unsere Leute da sind, weißt du auch, wenn gefilmt wird oder so, alles chillig, du musst keine Angst haben, irgendwie, dass irgendwie so eine cringe Szene reinkommt oder so. Man ist einfach unter sich und dieser abgesperrte Bereich soll ja auch dafür sein, dass man einfach mal nur feiern kann, nicht irgendwie Fotos oder so. Klar, Fotos sind cool, aber da, weiß ich nicht. Ja, also es gab auch welche, die keine Reichweite hatten, mit uns da gechillt haben, die einfach cool waren. Einfach so, ich hab mit jedem, also ich bin ja, ich chill mit jedem, solange du cool bist. Aber wenn du dann da mit uns chillen darfst schon, ne, und dann, aber da die ganze Zeit zu jedem Video und ey, und laberst, ey, Bro, so chill doch einfach so. Deswegen will ich doch hier mit allen chillen, dass ich nicht mit jedem Videos machen muss, aber ja. Und meint ihr, ich krieg auch noch ein Trikot davon? Hast du dir das mitbestellt? Nein. Weil ich dachte, es lohnt sich, also ich bin ja nicht dabei, jetzt dann brauche ich ja kein Trikot. Aber jetzt sehe ich die und die sind richtig cool. Ja, für Zukunft auch. Sagen wir Opening, bist du wieder mit allen da, so, yo, ey, alle mit Trikots wieder. Coole Truppe, wirklich. Oh, die OG-Trikots. Okay. Das sind dann die OG-Trikots. Ja, ja, das sind so richtig geil. Man muss jetzt jedes Mal so, wir können auch Opening wieder mit allen so, wenn das einer wieder, die Gruppe besteht ja noch. Safe. Und dann neue Trikots so, einfach so, weißt du? Richtig. Ja, stimmt. Richtig geil. Ey, da machen wir machen ein Sponsoring-Segment und wir machen hinten After unzensiert als Spotify. Ja, der war ja von seinem Vater, von Mark Eggers, richtig geil, so richtig cool. Da ist auch irgendeine Figur da, so ein Maskottchen. Ja, ja. Geil gemacht, einfach auch schlau. So. Ich schwöre, wir machen das nächste Mal und mega dann machen wir da vielleicht so eine After-Hour-Woche oder so ein Scheiß. Und dann haben wir so 3 Tage lang 3 Podcasts oder so. Ich schieb dir deinen Podcast in den Arsch. Ist eine coole Idee, Karma. Ich habe jetzt tatsächlich für Paul Gude, kennst du ja, Kollege von mir, habe ich für seine Mannschaft Aufwärmtrikots gesponsert. Oh, für die ganze Mannschaft. Da steht jetzt so in der Mitte Django, die haben jetzt so Aufwärmshirts. Okay, aber ist geil. Jetzt demnächst treffe ich mich mit denen so und dann mache ich Bild mit der ganzen Mannschaft. Ist doch cool, oder? Ja, ist sowas geil. Ist geil. Ey, apropos Malle, ich habe gedacht, weil ihr heftig verkatert sein werdet, habt ihr vielleicht nicht so plan gerade. Drum, ich habe einen Malle-Quiz gemacht. Geil. Oh, geil. Richtig cool. Bereit? Also, jetzt kommen Fragen über Mallorca und gerade und die sich besser mit auskennen, die richtigen Genies, die jetzt zuhören, die werden wahrscheinlich alles wissen. Kennst du dich aus? Mal gucken, was ihr so denkt. Ich überlege gerade, was für Fragen das sein könnten. Ich hoffe, der geht nicht so richtig deep, weißt du? Sind das so Sachen wie, wann das erste Mal Megapark irgendwie Micky Krause war oder so? Boah, dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Nee, aber geht in die Richtung ein bisschen. Okay. Frage Nummer 1. Wie viele Einwohner hat Mallorca? Oh, mit EU oder ohne EU? Krasse Frage. Mit den Touristen aber? Keine Ahnung. Mit den Besuchern alle, einfach, mit Megapark, also alle so? Ich denke, das sind Residenten. Nein, ich denke, es sind ohne Touristen. Also so, die da gemeldet sind? Einwohner, ja. Boah, ich kann das gar nicht einschätzen. Ich habe gerade eine Zahl im Kopf, ne? Ich sag was richtig Dummes. Ich werde richtig reinscheißen, glaube ich. Okay. Lass gleichzeitig sagen. Warte, ich muss mal... Geht weg, geht raus. Als ob das nicht so 100.000 Leute nachher sehen. Geht raus. Okay, wir zählen runter. 3, 2, 1. 1 Million. Was hast du gesagt? 100.000? Nein, ich muss korrigieren. Ey, ich weiß nicht. Ich muss korrigieren. Ich habe 1 Million gesagt, er hat 100.000 gesagt. Ich habe 100.000 gesagt. Es kann sogar sein, dass es wenig sind. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ja nicht so groß eigentlich, oder? Ja, hast recht. Wer meint ihr denn jetzt, ist näher dran? Ich,
Ich weiß nicht. Schwer, ne? Also wir haben 100.000 und 1 Million. Sag doch, ich kann es auch nicht wissen. Okay, die Antwort ist 1,1 Millionen. Wow, richtig gut geraten. Alter! Ja, oder wie komme ich auf 100.000? 100.000? Ja. Ey, können wir einen Score haben? Tobi, kannst du ein Scoreboard machen für die Phase hier gerade? Machen wir rechts oben. Jank 1. Einfach Megapark waren 6.000 Leute, Freitag erst 100.000. Ja, Bruder, das Ding ist, ich sag 100.000, dann habe ich genau das überlegt. Ich so, warte mal, 6.000 waren im Megapark. Bruder, also. Okay, weiter, geil. Okay, Frage Nummer 2. Wie viele deutschen Touristen hat Mallorca im Jahr? Boah. 1,1. Das heißt 100.000. dabei ist anzumerken, es gehen ja Leute mehrmals nach Mallorca, aber die zählen einmal da nur. Okay, warte. Boah, geisteskrank, okay. Weil krass, weil wenn man so Oktoberfest oder so nimmt, dann hat, oder so Kirmes oder so, dann sagen die auch, hat jährlich irgendwie 10 Millionen Besucher das Oktoberfest in den 3 Wochen. Okay, und Malle ist ja echt lange. Warte okay. Mal, das Ding ist, man muss kurz so überlegen, oben passen ja 2000 rein und unten, ne, im Megapark. Er rechnet mit Megapark. Also, ja, ich meine, Megapark ist das Größte, ich muss kurz so rechnen. Warte mal. Ey, ich gebe euch einen ganz, ganz, ganz kleinen Tipp, bevor du so eine dumme Aussage wieder tätigst. Ja. Es haben 70% der Touristen angegeben, deutsche Touristen, dass sie für die Kultur und Natur nach Mallorca reisen. Also der Großteil ist gar nicht wegen Ballermann wahrscheinlich. Doch schon, aber ich glaube, die geben einfach das falsch an. Achso. Ich glaube, die lügen einfach. Wollen. Okay, wir sagen wieder 3, 2, 1. Warte, ja, okay. Warte. Okay, 3, 2, 1, 8 Millionen. Ich habe 8, er hat 6. Ich habe 6. Bro, er hat es gibt einen punktgenauen Gewinner. 6 Millionen ist die Antwort. Ich habe Megapack richtig gemacht. Mach mal. Ist einfach aufgegangen. Er hat Formel aufgestellt. Aber Natur auf gar keinen. Das ist nee, so Scam. Nee. Wirklich alle was anderes angegeben. Oder wahrscheinlich gab es nicht irgendwie so sauber Megapack. Die mussten dann einfach so eine Kategorie auswählen. Das ist zum ersten Mal, dass du selber eine Formel aufgestellt hast im Matheunterricht. Das hat einfach funktioniert, Digga. Hätten die von Anfang an mit Megapacks gerechnet, Alter. Megapack. Okay. Frage Nummer 3. Die ist richtig ehrenlos, okay? Oh, scheiße. Was war die größte Bestellung im Bierkönig dieses Jahr? Geld oder irgendwie? Das ist Anzahl Bier. Also das heißt, okay, die haben mit einer Bestellung, auf einmal ist diese Bestellung gekommen. Funny, wir wissen... Wurde das gestern Abend aufgestellt? Dann kann das Nico gewesen sein. Nämlich 60 Wodka Lemon auf einmal bestellt. Nee, okay. Ich glaube, du wirst zu lowballen, weil ich weiß, wie viele im Bamboleo waren. Boah, ich kann es nicht. 3, 2, 1, 150. 500. Die auch gleichzeitig okay kamen. Wie willst du 500 Bier... Okay, oh, warte, ich sag's dir ganz kurz, bevor eine Antwort kommt. Wie viel war? Es ist... Was? Hä? Willst du jetzt die Antwort haben oder nicht? Kurz, er weiß die Antwort mehr als du. Nein. Ganz kurz, ich weiß, im Bamboleo wurden 1200 auf einmal bestellt. Und die kamen dann auch alle? Ja, da krass war ein Typ, der hat ein T-Shirt an, das kriegst du dann so und dann steht das da drauf. Den haben wir vorgestern gesehen. Krass. Wie viel waren es denn? Okay, folgendes. Das kam in Zeitungen, im Fernsehen, die haben einfach tough wieder natürlich, okay, war da, hat das gecheckt dann. Es gab 1111 Bier. Hat Alter der SV Mönchenwangen aus Baden-Württemberg bestellt. Hä, aber und dann haben die haben im Interview danach gesagt, man stehe zu dem Bierrekord, aber es sei hier nicht ums Saufen gegangen, sondern darum, was sonst? Um was? Sondern darum, um etwas gemeinsam zu erleben. What the fuck? Die Wichser. Aber man bestellt sowas und dann, Bruder, 1100? Was kostet ein Bier? Ja, es gibt, das Coole, es gibt Bilder davon, bitte einblenden jetzt. Digga, das sind so 8 oder 10 Stehtische voll mit Bier. 03 waren das, glaubt dann. Geisteskrank. Bruder, 1200 Bier. Das gibt's nur hier, also das können nur die Deutschen. Das gibt's echt, andere Länder würden sie denken. Und das ist, Bro, gib dir mal, das ist ja ein Fußballverein. Das sind vielleicht, was sind das, 25 Leute? Das sind da drunter, wie viel ist das denn? Aber wie viel kostet ein Bier? Warte mal, 1111 durch, sag mal 25. Hat jeder 44 Bier gesoffen? Oh. Obwohl 0,3er, ich sag ehrlich, das geht. Oh, 0,3, wie viel Liter ist das? Was? 44, 0,3 mal... Was muss ich jetzt rechnen durch? 44? 0,3? Ich glaub, nee, hab ich verkehrt rum gerechnet. 0,3 mal... So 44 mal 0,3. Ja. Das sind 13 Liter Bier.
Boah, was ist ein Maß in Köln? Ist ein Liter. Ein Liter, ne? Nein, nein. Okay, ist schon heavy. Dann bist du tot. Ist echt doll. Also das kannst du das Krankenhaus. Vielleicht waren es auch ein bisschen mehr, aber auf jeden Fall, die haben es geschafft. Was? Ja. Echt? Ja, mit der Hilfe. Ja. Das ist schon cool einfach. Ja, mit Hilfe und ein paar Leuten im Krankenhaus. Auf jeden Fall. Aber wie teuer ist das? Ein Bier kostet, glaube ich, so 6, 7 Euro. Oh, stimmt. Wie teuer ist das dann? Also kommt drauf an, 0,3 oder so. Gibt es auch so Krügebier? Ja, diese 1 Liter. Ja, ja. Aber ich glaube, wie viel kostet ein Bier? Nee, 0,3. Wie viel kostet ein 0,3? Was sagst du circa? Dann rechne ich kurz. Ich sag ehrlich, 6, 7 Euro. Ein Liter Euro. Kostet 22. 6.666 Euro ist es dann. Natürlich, wieso rechne ich das? Geisteskrank. Kann man das absetzen? Safe. Geschäftsaufgabe. Okay, dann wer war jetzt näher dran? Er hatte mehr gesagt. Ja. Ich hatte 2-1 für ihn, für Nico. 2-1 für Nico. So, Frage Nummer 3. Wann wurde der Megapark eröffnet? Boah, Bruder. Okay. Nee, boah, das ist jetzt Frage Nummer 4. Jetzt glaube ich wieder richtig rein. Boah. Okay, hast du eine Zahl im Kopf? Ich kann euch, also ich gebe euch einen kleinen Anhaltspunkt. Nein. Das ist der Confirmation Bias von Niki. Hat mir nicht geholfen. Ich habe es gar nicht gecheckt, was du gesagt hast. Ich war mit dem Kopf noch gestern beim Suff. Das ist der Ballermann generell wurde eröffnet im 1990. Achso, und wir sollen jetzt sagen, wann der Megapark eröffnet wurde. Das ist krass, weil ich hätte jetzt 1972 gesagt. Vor Mauerfall. Oh, was? 1972. Jo, Leute, wir können ihn nach Berlin, aber lassen wir alle treffen. What the fuck? Okay, ihr habt die Zahl im Kopf. Okay, 3, 2, 1, 1985. Was? 85. Oh. Hä? Bro, 85. Was? 1985. Megapark gab's schon vor Ballermann. Erst gab es den Megapark um Megapark drumherum wurde dann der Ballermann geöffnet. Ey, mein Kopf ist so weg, ne? Okay, sag. Wahrscheinlich bin ich näher, oder? Megapark wurde im 2000 eröffnet. Er sagt 85. Ey, Bro. Bevor Ballermann alles da schon. Megapark stand einfach schon. Okay. Steht einfach so da, Bruder. So, Megapark dran geschrieben. Knossi, das ist der Wertung von mir. 85 Knossi. Mark Eggers. Digga. Okay. Also Schiedsrichterwertung von mir, ein Punkt für Jack und Abzug für Niki, für Nico. Niki, das war für Niki. Für Niki, danke. Niki einfach. Nummer 5. Wie viel kostet die Buße fürs Nacktbaden am Ballermann? Ui. Hast du schon mal nackt gebadet? Falls ihr es euch also überlegt habt, gerade zu tun später. Und wie war's? Geil. Aber hast du überall. Hast du schon mal nackt gebadet? Nö. Nicht am Ballermann. Peinlich. Nee, am Ballermann ich aber auch nicht. Das kostet 3, 2, 1, 200 Euro. Ich habe 200, er hat 400. Die Buße kostet 750 Euro. Was? Das wollte nackt baden. Alter. Bruder, was? Krass. Ja, die haben ja das alles ein bisschen verschärft in den letzten vielen Jahren, weil früher ging ja da mit lauter Musik und Saufen ist ja da auch am Strand jetzt nicht mehr. Wird gesagt, aber okay. Jeder sauft am Strand. Ja, okay. Jeder. Ja, das stimmt. Krass. Okay. Weiter? Oh, jetzt interessant. Wie viel Geld hat Mallorca mit Tourismus im Jahr 2022 verdient? Letztes Jahr war ein starkes Jahr. Also wenn wir jetzt mit Säulen rechnen würden. Also im Megapark waren gestern 3000 Leute. Wenn jeder so einen Fuffi ausgibt. Mehr. Was denkst du, wie viel geben die so durchschnittlich immer? Also ein Durchschnitt? Ich habe das auch gelesen. Ich weiß, was der Durchschnitt ist. Echt? Durchschnittlich gibt ein deutscher Tourist zwischen 100 Euro aus und Schweizer 150. Ah, schön für deine Schweizer. Warum sagst du nur Schweizer? Kannst du auch sagen, was Österreicher ausgeben, was Türken ausgeben? Kannst du die anderen Länder nee, schon ausgeben? Stand da nicht. Und ich glaube, kein Türke geht nach Mallorca irgendwie. Stand da irgendwie nicht. Ich bin hier. Ich lebe. Salam alaikum. Alaikum salam. Wie viel 2022 Umsatz? Ganz Megapark oder Mallorca? Rechnen wir in Megaparks? Rechnen wir in Megaparks oder rechnen wir in Palma? Die Folge wird heißen einfach Megapark. Ist das nicht dasselbe, hä? Nee, in Mallorca. Okay. Oder warte, ich brauch kurz. Es ist so, entweder wird es voll weit weg, also wird voll weit weg sein. Ich muss eine Formel kurz machen. Warte, ich glaube. Also, Megapark mal 365 Tage. Also, Closing waren jetzt so 15.000 Leute da. Das ist geil. Durchschnittlich
100 Euro sind wir schon bei 1,5 Milliarden. Nein, okay. Okay. Okay, na, warte. Ich scheiß richtig rein. Boah, ich bin so schlecht bei sowas. Okay. Hast du? Hast du? 3, 2, 1, 800 Millionen. Ah, Bruder. Ich habe 800 Millionen, 300 Millionen. Entweder so, das wären so 8 Milliarden sein. Ihr seid beide richtig weit daneben. Nee, Bruder, warte. Du kannst dich korrigieren. Es sind 6,1 Milliarden. Boah! Ja, ja, aber Megapark läuft richtig. Hä? Ja, krass. Wir haben letztens gerechnet, Megapark macht am Tag so 1,52 Millionen. Und ich sag 300 Millionen. Bin ich dumm oder so? weil ich habe so gedacht, so Firmen oder so, wenn du sagst, die haben Umsatz, was sie. Also, das ist Umsatz, ne? Also, was da eingenommen wird, Einnahme. Ich glaube, Umsatz. Ja, weil so eine Firma irgendwie so, du sagst ja, die haben 2022 so 80 Millionen Umsatz gemacht, 100 Millionen, so habe ich gedacht. Aber 6,1 Milliarden, ganz Mallorca. Ja. Also, ja, geisteskrank. Das ist echt krank. Hier, das ist eine Gelddruckmaschine. Diese 300 Millionen, Bruder. Ja. Was ist da? 300 Millionen. Jetzt kommt die Frage, wo, warte mal, jetzt hat der Punkt Jank bekommen, ne? Ja, ja, Bruder. Dann ist 3-1 oder 3-2 oder 3-1? Irgendwie so, mach mal einfach weiter. Egal, Tobi wird schon richtig das haben. So, Frage Nummer 7 ist ein bisschen länger, aber müsst ihr kurz zuhören. Oh, jetzt geht's los. Woher kommt der Name Ballermann? Warte, Erklärung. Achso, das ist die Antwort dann. Hä? Bruder, woher kommt der Name Ballermann? Lösung? Okay, gute Frage. Ballermann. Also es hat nichts mit Drogen zu tun, oder? Es hat nichts mit Drogen zu tun. Okay. Da ballert man einfach, man ballert sich weg. Ich glaube, früher war Ballern nicht für Koks gesagt, sondern... Man ballert sich die Birne weg. Ja, so, man ballert sich richtig die Birne weg. Ich glaube, früher war das so lustig. Heute würde man sagen, man haut sich ein, man rüstet sich ein. Man rüstet sich ein. Ja, irgendwie so, ne, man hat so coole Dingens. Aber früher hat man, glaube ich, gesagt, ey, lass mal richtig wegballern, Alter. Lass mal zum Ballermann. Oder wer ist der Ballermann? Sag einfach. Das ist auf einer anderen Metaebene gedacht. Das ist mehr als das Universum. Das ist ein Social Experiment jetzt. Okay, jetzt darf einmal Nico kurz seine Erklärung sagen und ich sag dann, wer besser dran war. Okay. Bruder, ich sag dir ehrlich, also das wäre auch das, was ich im Kopf hatte, so mit Kopf wegballern, mit Alkohol, einfach dieser Rausch. Ja. Am Ende ist es jetzt eh wieder irgendein Opa, der 500 Jahre alt wurde und Ballermann hieß und dann ist er hier gestorben irgendwie. Und hat irgendwie 1111 Bier bestellt in der Mannschaft. So. Sag jetzt, ich will wissen. Ja, du musst doch deine Antwort, ist deine, ist welche? Ja, meine ist die gleiche. Ja, wir haben beide die gleiche. Ja, okay. Das, Antwort ist folgendes. Jürgen Drews veröffentlichte in dem... Was denn? Ja. Ja, Jürgen Drews veröffentlichte 1990 ein Lied namens... Das kann doch keinen Seemann erschüttern. In dem Song nennt er sich selber den König vom Ballermann. Seitdem wurde es zum Synonym für die Playa. Bruder, stell mal vor, wegen dir heißt der Ballermann Ballermann. Stell dir vor, der Ballermann wird so umgenannt auf Laila oder so. Einfach so jedes Jahr. Wollen wir zu Laila gehen, ja? Krass. Das wäre echt krass. Das ist geisteskrank. Geil. Aber es ist krass, wie auch keiner weiß, wieso der Ballermann heißt. Ist auch weird. Stimmt. Also er ist jetzt 85 dann Ballermann, ist ne? Beide, also ich glaube, beide kriegen keinen Punkt, weil beide scheiße Antworten. 85 heißt er jetzt Ballermann, ja, glaube ich, oder? Ich habe auch noch eine Frage an dich. Ja. Megapop. Was glaubst du, wie viele Menschen hat haben Django und Adi gestern geküsst? Kann man nachlesen, stand auch. Kann man nachlesen. Stand auch in jedem News. War es mehr als Oktoberfest oder weniger? Hä? War es mehr als Oktoberfest oder weniger? Ja, mehr. Ja. Gerade mal nicht verstanden, aber dann überlegt, ne? Aber ja, ja, ich sag, kann mehr. Es geht, war cool. Ich sag, gesamt waren es 75. Ist falsch. Es waren mehr. 6,1 Milliarden. Ja. 1111. Die Antwort ist Megapack. Geil. Okay. Ja, ich habe aber jetzt, hast du noch eine Frage? Ja, schon noch zwei. Ja, okay, gerne, dann machen wir. Frage Nummer 8. Wie viele Besucher hatte der Megapark durchschnittlich dieses Jahr? Oh, pro Tag? Ich glaube, ich bin drin. Ah, nee, warte mal. 3, 2, 1, 3.000. 20.000. Was? Der Megapark? Ja. Ja? Ja, ich habe verkackt. Was hast du gesagt? Ich habe nichts gesagt. Was hast du gesagt? 3.000 gesagt. Ja, ich habe nicht gecheckt. Bro. Ich dachte so einmal rein, aber da komm, ich habe jetzt nicht gerafft, dass das auch mittags aufhört. Ja, den ganzen Tag. Ja, okay, Sache.
Im Durchlauf steht online, der Durchschnitt liegt bei 6.000 bis 10.000. Hör, ich bin näher. Das ist Scam. Warum? Oben 2.000, unten 2.000. Ist den ganzen Tag auf. Ja, ich bin auch. Ich glaube, ja, das kommt nicht hin. Das ist der Durchschnitt, was soll ich dir sagen? Ich weiß nicht, wer es gerechnet hat. Weil welche Statistik war das? Bei Corona oder was? Ja. Während Corona? Na, ich habe mehrere Webseiten kurz gecheckt. Ja, hast TikTok gesehen. Aber bei ihm nicht. Ja. Nächste Frage. Okay, letzte Frage, neunte Frage. Was ist der höchste Punkt in Mallorca? Und wie hoch ist der? Megapark-Balkon. Also der Megapark ist ja schon hoch, also, muss ich sagen. Der Megapark ist 15 Meter hoch. Wenn wir jetzt zwei draufrechnen. Also ich würde 150 Meter sagen. Einfach so, ich weiß gar nicht, was oder warum. Ich würde einfach 100... Ich glaube, in Palma irgendwo, doch mal, irgendwo wie hoch, in Palma. Wie hoch ist euer Hotel? Sag, was sagst du? Ich sag 362 Meter. Ist irgendein Berg. Ich sag 150. Das ist irgendein Berg. 1370. Hä? Warte mal. 1445. Nein, wie viel? 1445. Alter. Und, wisst ihr, gebt euch das, es gab Schnee in Mallorca und es gibt Schnee in Mallorca. Es gibt auch einen Skiclub in Mallorca. Ja, also im Megapark in der Toilette oder? Ach, das richtige Schnee. So. Das schneit. Nee, das ist der Puig Major. Das ist einfach ein Berg im Malle. Ich kann aber auch gerade gar nicht sagen, was so 360 Meter sind. Wie hoch ist der Eiffelturm? Boah, ich hätte jetzt gesagt, der ist 550. Ist das wie hoch ist der Fernsehturm? 340 hätte ich gesagt. Okay, jeder sagt, was denkt er, wie hoch ist der Eiffelturm? 340 sage ich. 700. Ich sag 600. Eiffelturmhöhe ist 300. Und du... Was meinst du, Fernsehturmhöhe? Fernsehturmhöhe sage ich. Das war's irgendwie nicht. Guckt er richtig. Irgendwie war es nicht. Okay. Was meint ihr, was der Fernsehturmhöhe ist? Nee, Bruder, bin ich raus, scheiß drauf. Also Megapark ist. Also Megapark passen 6000 Leute. Und der ist 15 Meter. Fernsehturm ist, glaube ich, 280 Meter. Ich sag 260. Wie er sich anordnet bei mir, so assi. Es sind 368. Hä? Ist der größer als der Eiffelturm? Ja, um 68 Meter. Krass. Der wurde auch später gebaut, Bro. Okay. Ich hab Memos. Jupp. Ich hoffe, du hast. Cenk hat gewonnen, glaube ich, ne? Das ganze Quiz insgesamt. Ja, ich glaube, ja. Cool, Mann. Ey. Ja, gratuliere. Du gewinnst jetzt eine Miniaturstatue. Ich habe Lisa Küppers gewonnen. Soll, Lisa Küppers. Für eine Nacht. Lisa, wenn du das siehst. Fick mich. So. Fick Django. Ich habe hier Memos mit den abgefucktesten Mallorca-Stories, die haben. Oh. Warte, ja. Kann meine auch an? das ist die Story von. Okay, ich mache an. Meine krasseste Mallorca-Story. Ich war in einem All-Inclusive-Hotel und morgens am Frühstück. Gibt es so einen Toaster, wo man den Toaster durchfahren kann? Und mein Toast ist so da reingefallen und dann hat der Toaster Feuer gefangen. Das war meine Mallorca-Story. Das war letztes, wo der Megapark abgefackelt ist. Stell mal vor, du willst einfach nur frühstücken, Bruder. Du willst einfach nur dieses eine Toast, du hast den größten Kater. Auf einmal brennt dein Toast einfach. Stell mal vor, du hast so ein Praktikum angefangen in einem Hotel, so als so Kellnerin da in einem Hotel. Erster Tag, fängst an, auf einmal zündet da einer den Toaster an. Geisteskrank. Okay. Noch eine. Moin, Meister. Ich hoffe, du hast einen guten Aufenthalt auf Mallorca. Heute wird abgerissen. Freue mich schon drauf. Er hat das Format nicht verstanden. Geile Beichte. Ey, danke, Bro. Ehrlich. Daniel, Grüße an dich. Mehr okay. Davon. Wir haben noch einen. Stella. Hi, ich wollte euch einmal meine Malle-Story erzählen. Ich war mit einer Freundin alleine auf Malle zu zweit. Und ich bin seit einem Jahr Single und meine Freundin seit einem halben Jahr Single. Oh, warte mal, wie heißt sie? Und ja, wir waren war das ein Staple? So, oder? Oh, das fängt schon krass an, muss ich sagen. Ich bin Single seit einem Jahr, meine Freundin seit einem halben Jahr und wir wollten Just verfahren. Es geht weiter. Feiern, das gottlos um seine Reihen zwirbeln und ja, hatten auch so die ein oder anderen Boys dann kennengelernt. Was soll ich sagen? Ja, und irgendwie nach dem Megapark sind wir dann noch zum Burger King, man kennt's. Und dann war da so ein Typ halt, keine Ahnung, der war irgendwie voll lost. Und dann
wir haben uns geschworen, wir nehmen keinen Typen mit aufs Hotelzimmer. Ja, der war dann irgendwie trotzdem bei uns im Zimmer, frag mich nicht warum. Das war's. Ist die Memo vorbei? What the fuck? What? Ist das eine Open-End-Story? Ich ruf die jetzt an. Die können nicht einfach so aufhören, what the fuck? Ich ruf sie jetzt an. Das geht ja gar nicht. Ich muss die Story weiter zu wissen. Ja. Stella! Ey, du musst die Story noch zu Ende erzählen. Wir nehmen mal Podcast auf. Ja, keine Ahnung. Der ist irgendwie damit ins Hotelzimmer gekommen. Ja. Und ja, dann lag der halt bei uns im Bett. Wir zwei Mädels halt nebendran. Und ja, dann ist uns aufgefallen, wie hässlich der eigentlich ist. Weiß ich jetzt nicht. Und dann haben wir dem seine Schuhe einfach aus dem Zimmer rausgeworfen. Haben ihn dann auch rausgeschubbt. Und wollten dann einfach pennen gehen. Es war so morgens um 3, 3:30 rum. Und dann so nach einer halben Stunde dachte ich so, ja komm, ich schau mal, ob der noch da chillt. Dann saß der einfach vor unserem Zimmer, hat gewartet. Und ja, dann habe ich die Tür halt wieder zugeknallt, bin dann pennen gegangen. Und am nächsten Morgen, ich mache die Tür auf, war dieser Burger King-Becher, weil wir ja davor beim Burger King waren, an unserem Tür dran, seinem Instagram drauf. Wir haben uns aber nie wieder gemeldet und haben halt die Fotos jetzt. Hattet ihr was mit dem? Ja, man hat kurz rumgemacht, das war's. Also, okay. Ja, okay. Ja. Okay, aber nicht so, aber ansonsten ist alles cool. Also ist nichts Schlimmes passiert. Ich dachte jetzt irgendwie, da kommt irgendwas abgefuckt. Nee, gar nicht. Der ist ja noch irgendwie mal wieder gegangen. Okay, ja, dann ist doch gut. Ja, krass. Okay, danke für die verrückte Story. Gerne. Ey, seid ihr heute Abend im Megapark auch? Nee, ich muss morgen arbeiten. Ich habe keinen Urlaub. Ich war am aber. Ach, ihr seid gar nicht auf mal. Einmal Deutschland, ey. Seid ihr auch im Megapark? Ich dachte, alle sind hier. Ich dachte, alle sind noch hier, what the fuck? Ey, Stella, danke dir. Ich grüße dich. Ganz viel Liebe. Gerne. Ciao, ciao. Das ist nicht cool. Macht sowas nicht, Leute. Das ist nicht so geil. Also, das ist keine peinliche Beichte. Einmal mit und dann machen. Rein. Also, hier nimmt man niemanden mit, mit dem man nicht, also mit dem man nur kuscheln will, sag ich ehrlich. So. Ja. Eine Memo machen wir noch. Hi, Django. Hi, Julie. Hier meine komischste Mallorca-Story. Und zwar war ich vor 1,5 Wochen in Malle. Und dann waren wir, weil das Wetter so schlecht war, 16 Uhr schon im Bierkönig. Und dann habe ich mich mit meinem Bruder zu so einer Gruppe Jungs gestellt, weil wir halt zu zweit waren. In der Gruppe ist es immer lustiger. Und er hat sich dann halt mit denen angefreundet. Ich habe nicht so viel mit denen geredet. Und dann hat der Typ, der links neben mir stand, mit dem ich bisher noch gar kein Wort gewechselt hatte, hat so mein Kinn genommen und hat mich einfach geküsst. 16 Uhr und er hat nichts zu mir gesagt. Das klingt ja jetzt gar nicht so schlimm. Doch. Aber er hat einfach die Waschmaschine gemacht. Also komplett. Und es war einfach ekelhaft. Und er war locker 25, 26 oder so. Und ich bin 18, also. Geht doch. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich sag da was zu. Ohne Willen geht gar nicht. Ich küsse auch ganz gern hier und da, aber das ist immer so auf Fun und so. Man weiß das, also nicht einfach Kinn nehmen und küssen. Nee, also go for real, du kannst angezeigt werden. Ganz weird wave, ganz weird wave. Nicht, wenn ihr nicht geredet habt. Megapark ist sehr offen, Mallorca, alles hier, kannst du sehr schnell jeden küssen und alles machen, alle sind offen. Ja. Das merkt man sehr schnell, wenn man hier ist, aber niemanden gegen seinen Willen irgendwie da am Kinn packen, geht gar nicht. Geht noch so eine Waschmaschine machen, Bruder, also, dann komplett reinscheißen, Das geht nicht. Wahnsinn, krasse Stories, also Malle, da muss man echt aufpassen. Heftig. Digga, die sind deckenlos. Leute müssen echt aufpassen, immer reißt euch mal zusammen, ey. Letztens hatte ich eine Memo, da sagt einfach einer, yo, ich meine, ich habe die letztens im Club Koksen sehen, sagt einfach einer. Ey, in der Memo. Ja, hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. Was, Nazi? Ich hab da nicht gekokst, ich koks generell nicht. For real, würde ich euch sagen, würde ich euch wirklich sagen. Hast du schon mal gekokst? Nee, auch noch nie. Okay. Alle sagen, ich glaube, wenn ich koksen würde, würde ich direkt abhängig werden. Deswegen. Ich habe auch noch, generell, ich glaube, wir haben alle noch, also ich glaube, ich und Jack auf jeden Fall noch nie Drogen genommen. Ich habe gekifft schon mal. Gekifft, natürlich. Das ist so. Alkohol ist auch eine Droge. Sex ist auch eine Droge. Ich bin auch sexsüchtig. Ja, ich habe schon Drogen genommen, aber kein Koks. Ecstasy? Nein. Molly? Ja. Ja, crazy, Alter. Und sonst? Ach, sonst? Was machst du sonst so? Ich? Ist das ein echtes Tattoo? Ja. Zeig mal. Vielleicht kann man es sehen. Louis V-Logo. Ist Louis V tätowiert? Ja. Warum? Tatsächlich, weil ich habe Virgil Abloh sehr gefeiert und wo er gestorben ist, wollte ich mir was von ihm tätowieren lassen, aber ich dachte mir so ein Off-White-Logo,
Na, Bruder, schwierig. Weiß ich nicht. Und für Louis V hat er viel gemacht, deswegen dachte ich mir, komm, mach ich einfach rein. Aber krasse Stelle, also ist crazy, schon sehr offen, ne? Ja, ist auch mein erstes Tattoo. Echt? Ja. Geil, ist das krank. Tat weh? Nee, ging. War okay. Hast du Tattoos? Nee, ich will mir auch irgendwann mal hier so Fett Django Squad auf den Bauch machen, aber ich trau mich noch nicht. Ah, Bruder, ich glaube, das tut weh. Ja, Bauch soll krass sein. Einmal durch, ne? Ich weiß nicht, wer von euch, vielleicht Nico, du, hat einer von euch Friends geschaut? Nee. Nee. Niemand? Okay, dann vielleicht für euch kein Schock, aber vielleicht für ein paar Zuhörer. Leider ist Matthew Perry verstorben. Oh, scheiße, ist einer der fünf Bro. Hauptdarsteller. Hat er irgendwas mit Megapark zu tun gehabt? War das schon mal Megapark? Nein. Ja, dann lass mal. Ja, nein, ich habe auch irgendwie das irgendwo gelesen mit dem, aber ich wusste es leider nicht. Ist wahrscheinlich schon krass, oder? Ja, leider wieder wahrscheinlich so was psychisches Drogen. Er wurde halt im Pool gefunden, ertrunken sozusagen, aber ob da jetzt Alkohol oder hatte ich auch heute Morgen. Auf jeden Fall nicht an, irgendwie kann nicht an natürlichen, wie heißt das, natürlichen Ursachen verstorben, weil er war 50 oder 40 oder so. Ja, wieder schade. Also passt auf euch auf, wenn ihr Hilfe braucht, sucht euch die Hilfe bitte. Sprecht mit jemandem. Und ja, und eben genau, das hab ich jetzt herausgefunden, weil ich war bei einem, guck mal, es war so, die Lara hat mich gefragt, sie war spontan in Berlin, hey, hast du Bock, mit mir auf ein Event zu gehen? Und da bin ich mit ihr auf ein Maybelline-Event. Kennt ihr ja diese Schminke Maybelline. Für, ja, ja. Genau. Nee, Maybelline. Und, Maybelline. Maybelline. Wo war das? In? Maybelline in Berlin. Wie spricht man das aus? Maybelline oder Maybelline? Maybelline. Okay, sag. Was ist richtig? Okay. Dann habe ich, wusste ich, also ich kann nicht, dachte, es ist ein normales Event. Ich gehe hin, zwei Jungs. Ich und 86 andere Frauen. Und es ging um, es war eine Charity-Aktion von Maybelline, von Depressionen und Angstzustände und Panikattacken und so. War echt interessant, das mal so zu hören, was so die ersten Anzeichen sind, ehrlicherweise. Da dachte ich mir so, Bro, pass mal auf, weil die große Anzeichen sind Schlafstörungen. Also wenn ihr könnt, ich mache mal unten auch so einen Link rein gerne, da könnt ihr so, ist so eine Anlaufstelle, hatten die gesagt, wo man das jetzt eben sich melden kann, wenn man Probleme hat. Aber es waren krasse Leute da. Und zwar, kennt ihr noch die Girls-Band Monroe? Ja. Die Mandy Capristo war da. Waren die Megapack schon mal eine Show gehabt? Könnte nein, sogar sein. Könnte sein, könnte ne? sogar sein, denke ich. Sein? Ja. Okay. Okay, jetzt auf jeden Fall, ich hatte vergessen, das sind so alte Bands, die hat man vergessen, so wie Us Five oder sowas. Ja, die war da, die existieren noch, die Leute. Und dann auf einmal, das Beste war, das war so vorbei und dann kam Vincent Weiss auf die Bühne und hat noch ein paar Songs performt. Und mein Mitbewohner Mats ist ja der Tourfotograf von ihm. Geil. Und der hätte auch da sein sollen, konnte dann aber nicht, weil der selber nicht da war oder der war irgendwo bei einem anderen Gig. Aber dann habe ich auch zuerst mal jetzt Vincent Weiss gesehen. Und der kann echt gut singen, Digga. Holy shit. Ich weiß nicht warum, ganz random, hat mir gestern Vincent Weiss geschrieben. Was denn? Das sage ich dir nicht. Der meinte, war das dein Opferfreund da gestern bei dem Event, der da zwischen all den Mädchen war? Der hat alle Mädchen angegeiert, hat er geschrieben. Das soll sich mal verpissen, das sind meine Frauen. Cap. Der war wirklich so. Aber gar nicht. Aber eine Frage. Hatte Vincent Weiss schon mal einen Auftritt im Megapark? Das ja, kann er nicht so gut singen. Ja, wollte ich sagen, wenn er keine Show im Megapark hat, dann kann, er nicht so gut sein. Nein, Grüße an Vincent Weiss. Kuss. Cooler Typ. Er meinte auch Podcast, also ja, lass das mal gucken. Er will, er meinte, er hatte auch Bock Podcast. No joke, wirklich. Wirklich? Weil ich hatte erst gerade Mats gestern eben gesagt, ich meinte so, ey, der hat nämlich bald ein Release von seinem Album. Das ist so ein Weihnachtsalbum, glaube ich. Und habe ich ihm gesagt, das ist ja klar, so Promophase macht man dann ja oft so Podcasts. Habe gesagt, soll er gerne vorbeikommen. Ja. Also ich denke mal, das könnte eigentlich ganz gut zustande safe. Kommen. Lass in Zukunft, wenn du Zeit hast, irgendwo, lass schreiben. Der so, ja, safe, ich freue mich, zieh durch, Tour, hau rein. Mega cool. Cool. Also, habt ihr Bock auf Vincent Weiss? Stimmt jetzt ab. Können wir noch eine Umfrage machen? Ja, wir können unten eine Umfrage machen. Geil. Und sonst, was machst du sonst? Wir können auch eine Umfrage machen über Megaparks, doch mal eine. Was für eine Umfrage noch? Wir können auch eine Megapark-Frage machen unten, wenn ihr wollt. Oh, sehr gut. Eine Umfrage und eine Megapark-Frage. Weißt du, was geil wäre, wenn du diese 8 Fragen, die du da hast, so auch man da so unten so mitschätzen könnte, so diese Top-Schätzungen, so weißt du, also irgendwie sowas, so 4 Antwortmöglichkeiten, man kann da so mitschätzen, richtig cool eigentlich. Okay. Ja, bei YouTube kann man das ja leider noch nicht, bei Spotify kann man immer eine Schätzfrage stellen und eine Frage mit Antworten. Was machst du sonst immer alles so? Sonst trinke ich viel Alkohol tatsächlich. Geil, wo wohnst du? In Köln. Wie alt bist du? Was schätzt du? 25? Was schätzt du, Julian? 23. 24? Ich bin 20. Was? Was? Ich bin älter. Ich bin 20, 2003 geboren.
Bro, was? Das ist schon krass. Ich bin 20, ja, 2003 geboren. Es glaubt mir nie einer. Also ich wurde auch schon auf 30 geschätzt, aber da bin ich raus. Ja, 30 ist kann ich verstehen. Was? Würde ich verstehen, dass man dich 30 schätzt. Junge, du. Bruder, 30. Familienvater. 30 ist doll. Aber ich glaube, viele denken das auch, weil ich viel früh angefangen habe mit Selbstständigkeit, mit 14. Ja, du scheinst auch sehr erwachsen. Auch weißt in der Gruppe hast du ja so ein bisschen so dieses Ding. Aber teilweise denkt man dann auch wieder, du könntest 12 sein, so was du so laberst. Was denn? Wie, was ich laber? Nö, auch viel Kack am Labern. Oder du rechnest die Einwohneranzahl in Megaparks, Bro. Ja. Nee, geil. Aber willst du erzählen, was die letzten Tage bei dir ging? Ich kann erzählen, ja. Also, richtig schrammes Wochenende gehabt. Wir waren Donnerstag früh, sind wir nach Wien geflogen, hatten da Show, Praterdom-Tour. Geisteskrank. Österreich, also generell, also es war auch erst mal Schweiz, so Zürich, wo wir waren, die sind halt übel dankbar, irgendwie, so man kommt. Ich hatte es nicht so, ich dachte so, ja, hoffentlich kommen viele. Mhm. Aber es ist echt, Praterdom, auch einer der krassesten Clubs da. Es war komplett voll, 2000 Leute oder so. Geiler Club, riesig bis hinten in Alter. Ich hatte echt dieses erste Mal, jetzt hatte ich so bei ein paar Shows, Perukaville oder so, wo ich draufgegangen bin und ich habe mich so in den ersten Sekunden so voll erschrocken, weil ich dachte so, holy shit, so das ging bis nach hinten, so sogar so 20 Meter hinten haben die noch so Moshpits gemacht. Geisteskrank, also das war wirklich, ich habe noch nie sowas erlebt. Wien krass. Ich meinte zu Hassan, nicht wegsaufen, wir müssen die nächsten Tage noch, wir haben morgen Gopark, wir haben Malle. Was hat Hassan gemacht? Alles über Bord geworfen, ersten Tag sich komplett zugesoffen. Wir mussten 7 Uhr zum Taxi, er ist 6 Uhr im Hotel gewesen, er ist 10 Minuten zu spät runtergekommen, er hat mich angeguckt, er meinte, Alter, ich bin richtig am Arsch, hat er gesagt. Ich meinte, Junge, ich hab dir jetzt gesagt, dass du nicht übertreibst. Dann hatten wir Gopark, direkt an dem Tag, wo wir zurückgeflogen sind, direkt Herford, Gopark, auch kranker Club, die haben aus dem Nix dann während der Show über 130 Konfettikanonen geschossen. Da meinte der Lukas, der Besitzer, also der das organisiert, der Manager, meinte, wir mussten auch ganz viele Konfettikanonen loswerden. Alter, ich habe teilweise keine Luft bekommen, weil alles, ich hatte in meiner Nase überall Konfetti. Digga. Ich guck mal, ob ich Videos finde. Digga, die haben hinten so, 3 Leute haben so Kartons aufgemacht. Aus dem Nix, zünden die nächste. Die haben die so verteilt. Auch, aus allen Richtungen. Haben die gar nicht mehr auf Beat geschossen, die haben einfach random geschossen. Am Ende so, someone like you. Ich mach so voll die emotionale Ansage, danke, dass alle gekommen sind. Auf einmal, bam, bam, bam. Nachher noch im VIP. Ich bin einfach nur sitzen im VIP, ich dachte, alles fertig. Aus dem Nix, so 6, 7, 8 Mal hintereinander, kommen noch so Konfettikanonen, werden so auf uns geschossen. Das ist so unnötig. Leute. So, du bist da so in der Menge und du bist eigentlich nur noch zusammenziehen. Ja, ja, ohne Sinn. Ich so, wer hat das angeordnet und wo kommt das her? Das hat nicht einmal einer gesagt, ja, keine Ahnung, fanden wir witzig, haben wir einfach jetzt mal alle gemacht. So geil, das so, Gopark und dann direkt nächsten Tag sind wir hier nach Male gekommen, gestern Abend angekommen, straight up mit allen getroffen, richtig funny da, ihr kennt das ja so mit Eggers und allen, wenn wir so über die Straßen laufen, aus dem Nix, stopp, wer ist die hier alles organisiert hat? Lisa Köpers. Das ist crazy. Die ganze Zeit, Alter, geisteskrank, also wirklich übel lustig, übel funny, aber echt hart und morgen, also bist du Düsseldorf Halloween dabei, Julie? Nee. Ich hatte mir überlegt, irgendwie da hinzufahren, aber es wäre halt wieder, ich würde wieder Training, Sparring verpassen. Also ich glaube, weil ich kann auch wieder nichts trinken, ich habe auch kein Kostüm. Also ich glaube, dann lohnt sich Party nicht, wenn man nichts trinkt, ne? Kann man nicht ohne Alkohol Spaß haben? Kann man nicht, richtig! Geht auch nicht. Kann man nicht, wenn man aufs Boxen trainieren muss. Nein, geht nicht. Doch. Nein. So, wenn man, zum Beispiel, aber wenn man mit Alkohol viel mehr Spaß. Stell dir mal vor, man geht nüchtern in Megapack. Das wäre Selbstexperiment. Tatsächlich Selbstexperiment, was man echt... Das also, Tomatolix. Tomatolix macht das. Ja. Der macht das wirklich. Ich frage Felix, du kennst ja Tomatolix. Ne? Selbstexperiment, alles. Frage ich ihn gestern, was filmst du? Er hat der Kamera gesagt, also ich mache 30 Tage keine Drogen und keinen Alkohol, probiert der. Geistes, Bruder. Er steht einfach, er ist einfach ganz hell dabei. Wie geht das im Megapack? Ganzen Abend kein Alkohol. Was würdest du bestellen im Megapark, wenn du nicht Alkohol trinken darfst? Nimmst du eine Cola oder ein Wasser? Ich glaube, die haben da sowas auch gar nicht. Ich glaube, die haben da kein Wasser. Wenn du da sagst, ein Wasser, Bro. Die haben da so 3 Flaschen Wasser für einen Monat, so für Mitarbeiter einfach. Ich glaube, sogar die Mitarbeiter saufen da, damit die das aushalten. Aber wenn du Wasser bestellst, die Kellner haben so ein Verbot, die dürfen das gar nicht bringen. Und dann schicken die Polizei auf dich. Nee, Geist, ist gerade wirklich lustig. Hast du schon mal die Megapark-Bewertungen gelesen? Sollen wir die mal lesen? Es gibt ein Video, das ist ultra funny. Geh mal auf TikTok und schreib rein Megapark-Bewertungen. Bruder, das viralste Video, alle Videos, ich habe mich weggelacht, wirklich. Megapark Ballermann, kann man mal bitte die Tänzerinnen austauschen?
Da kann sich meine 80-jährige Oma besser bewegen. Ein sehr schöner Ort, wo man sich in Ruhe die Bibel wegbeten kann. Bester Ort, um bis zum Verlust der Muttersprache sich hopfenhaltige Kaltgetränke in den Schädel zu stemmen. Digga, da kommt doch nur was. Warte, geht noch weiter. Megabock, wohl eher Megamüll. Als ob man im menschlichen Zoo Gehege stehen würde. Ging um 11 Uhr dahin. Eins, zwei Bier trinken, schwupps, war es schon dunkel und man wacht in irgendeinem Garten auf. 10 von 5. 10 von 5. 10 von 5 ist geil. 10 von 5 ist geil. Ey, was hat immer Megapark wahrscheinlich auf dem Klo, ne? Ja. Sag mir einen schlimmeren Ort, um zu kacken, als im Megapark-Klo. Ich war gestern das erste Mal auf dem normalen Klo, weil wir da ja so waren. Das ist ja eine Sauna da drin und da musst du da kacken, Bro. Du kommst raus, du kannst duschen gehen. Du bist nass einfach vom Kacken. Du bist komplett. Das ist ja so eine Toilette im Megapark ist ja auch so eine Dampfsauna eigentlich. Du gehst rein und du hast direkt Luftfeuchtigkeit auf dir. Crazy. Du fängst direkt an zu schwitzen. Es ist wirklich und jeder packt dich auch an. Ja, es ist krass, wie jeder mit dir redet, so richtig nah und du kriegst so eine ganze Spucke ab. Aber irgendwie, man legt auch seine. Irgendwie ist der Vibe. Ja, man legt seine ganzen Werte und Normen bezüglich Gesundheit und bezüglich Pflege. Legt man einfach ab. So zu Hause, weil, wenn ich nach Hause komme, dann wasche ich mir erst so Hände und sonst. Ja, scheißegal, da fällt irgendwas auf den Boden, Strohhalm, hebst du auf, gibst du dem. Wir haben gestern Runden gemacht mit Trinken. Ja. So trink du. Alter, wir haben da gestern wieder, egal, Megapark, Bewertung Teil 2, es geht weiter. Der Mann. Sehr gut, um sich achtarmig einen in die Rüstung zu rühmen. Man wird dort durchgeschleust. Wie im Viehtransport. Mehr Masse als Klasse. Easy Glück tritt auf, so wie sie sich anhört. Verraucht, verbraucht und einfach nur unter aller Kanone. Covert einen Song nach dem anderen und kann nicht mal die Texte. Eine Schipperwürmer hat mehr anzubieten. Nie wieder. Grüße an Easy. Kuss. Nur Nazis. Stabile Location, um gepflegt ein paar Liter Haufenblütentee bis zur Besinnungslosigkeit zu verhaften. Megapark Baller. Döner am Ballermann, das einzig... Granddöner, kennt ihr den? Kennst du den dahinter? Ich kenn ihn, ja. Granddöner, das ist dieser Döner dahinter, der die Bewertung auch noch. Döner am Ballermann, das einzig Frische in dem Laden sind die Salmonellen, bodenlos. Diesen Döner unbedingt vermeiden. Aggressives Personal mit Schlagstücken. Warum sind alle aggressiv? Das Personal geht einfach ohne Vorwarnung auf Kunden los und machen auch bei Frauen keinen Halt. Für den Suff nicht schlecht. Durchfall gibt es kostenlos dazu. 5,50 € kostet er jetzt. Eigentlich müsste man Minussterne vergeben. Achtung! Wer keinen Saumagen hat, dem steht nach dem Verzehr eine schlaflose Nacht in Verbindung mit Durchfall bevor. Beste Döner auf Mallorca zu einem guten Preis. Könnte ich 0 Sterne geben, würde ich es tun. Die Mitarbeiter des Ladens sind total aggressiv und nur darauf aus, Touristen am Ballermann zu verprügeln. Bro, das ist ein Dönerladen. Digga, irgendwie sind diese ganzen Views darauf aus, dass irgendwie alle Einheimischen die Touristen verprügeln. Ich meinte, irgendwie sind diese ganzen Reviews darauf aus, dass alle Einheimischen die Touristen verprügeln die ganze Zeit. Aber Bruder, schau mal, du willst einen Döner snacken, kriegst einfach ein Ding gezimmert. Warte, noch. Stücken und Spießen zusammengeschlagen worden und die Ursache durch die Besitzer des Ladens selbst ausgelöst wurde. Es wurde zum Glück keiner bedrohlich verletzt. Aber tut euch selbst den Gefallen und setzt keinen Fuß in diesen Laden. Sowas habe ich noch nie erlebt. Döner am Ballermann. Ja, Top-Kombi von dem ersten sehen. Ballermann. Sehr gut, um sich achtarmig einen in die Rücken. Hä, die waren alle mega nett, aber auch nicht viel gemerkt. Der geilste Ort der Welt. Bitte als nächstes. Nee, alle finden es lustig. Alle ja, alles super. Ja, richtig geil, Alter. Ja, ich glaube, wenn du auch wirklich eine Bombe kriegst, dann hast du vielleicht auch Scheiße gemacht. Ja, also die müssen da auch durchgreifen. Und ja, die sind da auch alle, ihr kennt ja, wie die alle drauf sind, gehen einfach durch Absperrungen, machen irgendeine Scheiße. Die sagen, das nicht machen und die machen es trotzdem, die Leute. Ja, ja. Da würde ich auch nicht lange fackeln und dir irgendwie eine geben, wenn ich irgendwann, das kommt auch einfach so, glaube ich. Stell dir mal vor, jeden Tag tausende Leute. Jeden Tag. Bruder, nee, bin ich raus. Kein da musst du einfach mal reinhauen. Oh Mann. Ey, ich höre die ganze Zeit diese verdammte Grille bei euch, ne? Ich dreh durch. Scheiße, jetzt höre ich es auch wieder, hättest du mal nicht gesagt. Bro. Diese Grillen im Ding. Ich war mal mit meinen Eltern in Thailand und dann hatten wir so eine Strandvilla, Hotel. Und dann war ein Frosch neben mir so laut, dass ich einfach die in der Rezeption angerufen habe und dann haben die nachts um 4 irgendeinen Arbeiter geschickt und der hat den Frosch aus dem Teich geholt. Und dann hat er den gekocht und gegessen. Geil. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall erinnere mich gerade dran. Ich hatte mal so Beschwerde, dass er so laut war, dass ich echt die Rezeption angerufen habe nachts. Einfach Frosch gestorben wegen dir. Wie laut kann denn ein Frosch sein, Bro? Bro, die sind schon sehr laut. Stimmt. Doch, doch, doch. Echt? Ja. Vor allem sind so auch dann so, wie heißen die Frösche? So mediterrane Frösche halt, ne? Aber so warum wolltest du da schon pennen? Warst du nicht im Megapark? Wie alt warst du? Leider nicht.
Ja, wahrscheinlich 10, 12. Also, ja, ist doch perfektes Alter. Ja, dann ein Megapark. Wenn ihr wollt, dann würde ich jetzt fragen, was Nico seine Message wäre. Ich habe nur eine Story. Ja. Letztens so ein Girl gehabt, das war in, ich sag die Stadt nicht, das war auf Tour. Nicht. Und die war richtig süß auch, die war glaube ich schon so 24 und so, ey geil, einfach so hat ihre Eier gechillt. Bis zum Ende dachte ich, cool, vielleicht nimmst du die mit so, oder so, auf lustig so, weil es ist erwachsen, ist keine, die abfuckt, hat nicht Bild gemacht. Sagt die zum Schluss so, können wir denn nochmal ein Bild machen? Oh. Ist das aber noch nicht alles. Ich so, ey Junge. Die so, ja dann nicht, ja gib her. Ich so, ist ja cool, okay, dachte ich, ist nicht so schlimm. Und sie so, ja, weil ich höre tatsächlich jeden eurer Podcast, also ich höre tatsächlich euren Podcast. Ich so, echt krass, hast du jetzt gerade angefangen, weil sie hat die ganze Zeit, so zwei Stunden lang, nicht einmal so irgendwie Anzeichen auf mich. Ich dachte wirklich, dass sie mich gar nicht kennt. Mhm. Voll cool eigentlich. Aber so, dann meinte sie, ja, tatsächlich, ich bin bei der neuesten Folge, die gestern rauskommt, die habe ich auch schon gehört. So übelste Die Hard. Und wenn du 64 oder 66 Folgen von uns komplett durchhörst, dann weißt du alles über also mich. Also weißt du mehr, als wahrscheinlich meine Eltern von mir wissen. Ja. Deswegen fand ich dann wieder, ach, ich habe gedacht, Digga. Abturn bekommen. Ja, scheiß auf dich. Ja. So, sei, hör doch auf. Also ist cool natürlich, aber so, dann hast du wieder gedacht, krass, das ist, wie scheiße. Arschkarte. Ja, dieser Fan-Moment einfach. Arschkarte. Ich habe wirklich immer wieder Probleme mit sowas, dass Leute so wirklich immer, dann hauen die so Sachen, ey, in der Folge hast du ja das und das gesagt und so stehst du ja auf das und ich denke mir so, krass, davon wusste ich selber nicht mal, dass das gehört. Ich weiß mehr über mich selbst, als ich über mich selbst weiß. Digga. Krass, oder? Das Upturn. 24-Jährige hat alle Folgen vom Podcast gehört. Alle ist schon ja, doll, also ne? Alles krass. Wir alles. Unterschätzen wirklich, wie viel wir von uns preisgeben mittlerweile im Podcast. Ne? Ja, ich rede hier zu viel, wirklich. Nicht gut. Egal. Egal, gleich Megapack, Leute. Egal, ey, heute ja, 1 Uhr. Megapack. Heute 1 Uhr Closing. Nee, dann, Nico, was ist deine Message? Weißt du, was am Ende ist? So eine Message, die du Leuten, so wirklich auf Ernst, dass du den Leuten auf den Weg gehen willst, was du so gelernt hast jetzt in den deinen 20 Jahren. Okay, ja. Safe. Meine Message ist, dass man wirklich, also es klingt so 0815, aber man sollte auf viele Meinungen scheißen und wirklich nur relevante Meinungen annehmen, weil es gibt viel zu viele Menschen, die sich so von jedem was anhören und es jedem recht machen wollen. Ja. Aber wenn du das machst, kommst du selber nicht weiter. Ich habe das selber gemerkt, ich wurde schon so oft gefickt, weil einfach, ich wollte den Leuten es einfach recht machen, weißt du? Mhm. Und dann, wo ich angefangen habe, wirklich nur auf relevante Meinungen zu hören, also die wirklich Sinn machen, weißt du, dann ging es nach oben bei mir. Stark. Gute Message. Ja. Also vor allem von Freunden, auch Familie, Leute. Ja, also so auch nicht auf jeden immer hören, so, ne, einfach mal auch sein eigenes Ding durchziehen, aber auch auf die Leute so hören, wo du weißt, so, ja, okay, krass, der hat auch Ahnung. Weil wenn mir jetzt einer zu mir sagt, Digga, was du machst, ist scheiße, so, weißt du, und ich gucke ihn an und ich denke mir so, Digga, du, keine Ahnung, was du machst, ist noch beschissen. Also warum sollte ich, also was hast du mir, wenn mir jetzt ein Dadan sagt, so, ey, yo, ja, das ist krass, was du machst, dann schätze ich das, dann weiß ich das so. Ja. Ne? Aber nicht, wenn mir irgendeiner sagt, ey, yo, das ist ja voll dumm. So ohne irgendeine Begründung, wo ich mir dann denke, so, ja, Bro, du hast nicht mal irgendwie eine Ahnung, weißt du, irgendwas darüber, willst du da was Bruder, mir sagen? Er ist ganz woanders, hat noch nichts geschafft in seinem Leben und will dir irgendwas sagen. Ja, nee, also ich finde die Idee scheiße. Bruder, hä? Was hast du bisher gemacht? Gar nichts. Deswegen. Wow. Ja. Okay, ich gehe mich jetzt gleich verprügeln. Also die nächsten Tage geht erst 3 Wochen Sparingsphase. Das heißt, die nächsten paar Folgen könnte ich mit einem blauen Auge sitzen oder Nasenbluten oder so. Hoffen wir mal nicht. Hoffen wir, dass alles klappt. Unten sind wieder die Tickets zum Boxkampf, auch für Djangos Tour noch. Da gibt's noch kommt zum Finale. Wir haben 5, 6 Special Guests im Finale in Berlin dabei. Wird richtig, richtig cool. Kommt dahin. Ja, Mann. Geil, dann folgt Nico auf Instagram. Ich kann Twitch verlinken noch. Checkt Nico überall ab. Checkt ab. Sagt deinen Namen. Nico Prott. N-I-C-O-P-R-O-D. Geil. Findet ihr auch unten. Und danke fürs Mitmachen, Digga. Und ey, ganz viel Spaß euch. Ich hab so FOMO, Digga. Fuck. Ja, wir lassen uns jetzt auch verprügeln im Megapark. Digga, richtig. Ich geh dann direkt zum Dönerladen, lass mich mit Stöcken verprügeln. Geil. Ey. Hau rein, ne? Bis nächste Woche, Freunde. Ciao. Ciao. Ciao.